Okay, ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben aus Matthäus 5 gelesen, die Verse 10 bis 12. Und Vers 12, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ja. Freut euch und jubelt, weil was? Weil ihr verfolgt werden. Wir können denken, ja, was soll dieser Vers, was will es da sagen? Und was der Herr da die Jünger schon damals klar macht, es wird nicht immer so einfach sein. Die Welt wird euch hassen. Sie werden euch nicht lieben. Und genau darum, sie werden euch verfolgen. Und Markus hat ja den Vers aus 1. Thessaloniker 5, Vers 18 gelesen, seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Seid in allem dankbar. Ja, wir klagen noch schnell, wenn das Wetter nicht so ist, wie wir gerade wünschen. Ja, wenn die Sonne nicht scheint, wenn es keinen Schnee gibt und wenn es zu viel Schnee gibt und wenn es zu viel Regen und keine Regen. Ja, wir haben immer einen Grund zum Klagen. Ja, wenn es zu wenig zu essen gibt, zu viel Essen gibt. Ja, wenn man dünn ist, wenn man dick ist und so weiter und so fort. Wir haben immer einen Grund, irgendwie zu klagen. Und wir müssen vor Augen haben, aber Thessalonikerbrief, ein Brief an eine Gemeinde, die verfolgt wird. Eine Gemeinde, wo die Mitglieder dieser Gemeinde nicht wussten, was morgen kommen wird. Sie wussten nicht, ob sie morgen ihre ganze Hab und Gut verlieren, ob sie morgen genug Essen haben. Sie wussten nicht, ob sie morgen den Stadt verlassen müssen, weil sie verfolgt werden. Und genau diese Gemeinde ruft Paulus, seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes für euch, in allem dankbar zu sein. Ich glaube, wir können gut anfangen, ja, da wo es uns noch gut geht, einfach mal in allem dankbar zu sein. Weil wir haben keine Garantie, dass es so bleibt, wie es heute ist. Wir wissen nicht, was morgen kommen wird. Und so einen Brief haben wir auch an die Gemeinde in Offenbarung, Kapitel 2. Wir haben ja 7 Sendschreiben, 7 Briefe an 7 Gemeinden. Es sind 7 Gemeinden der damaligen Zeit in Kleinasien. 7 Gemeinden, die unterschiedliche erlebt haben, die in unterschiedliche Umstände waren. Die eine waren, kann man sagen, ja, perfekte Gemeinden, ob das sowas gibt, ja. Aber wir sehen tatsächlich Smyrna und Philadelphia, die 2 Gemeinden werden von Jesus nicht getadelt. Sie werden ermutigt, sie werden gestärkt, aber nicht getadelt. Die anderen 5 Gemeinden wiederum, Jesus geht mit ihnen in gewisser Hinsicht ins Gericht. Er ermahnt sie, ermutigt sie. Wir haben schon diese Offenbarung Jesu Christi in Offenbarung 1 durchgenommen, wo Jesus Christus sich als heilig offenbart. Als heilig, als der, der gestorben ist, der auferstanden ist und der, der zu Rechte Gottes des Vaters ist und heilig ist. Und der ist es, der diese Briefe an 7 Gemeinden schreibt. Und ja, Smyrna, eine Gemeinde, die es nicht so einfach hatte. Wir lesen Offenbarung Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Und der Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen
von dem zweiten Tod. Also wir merken schon vom Text, es geht um eine Gemeinde, die verfolgt wird. Eine Gemeinde, die durch schwere Zeiten hindurchgehen wird. Und diese Gemeinde wird ermutigt, fest zu bleiben. Und wir müssen es vor Augen haben, dass Erweckung, dass wenn man die Kirchengeschichte mal studiert in Bezug auf Erweckung, da wo vieles passiert ist, Positives, wo viele Leute sich bekehrt haben, waren oft in diese Regionen und diese Gemeinden, wo verfolgt worden sind. Waren Gemeinden, die unter viel Bedrängnis hindurchgingen. Und genau durch Bedrängnis ist etwas entstanden, ist Frucht entstanden und viele haben sich bekehrt. Ja, ein Zeugnis abzulegen, wenn es alles perfekt läuft, ist natürlich positiv, ist auch wichtig, sollten wir auch. Aber wie ist es dann, wenn Nöte in unser Leben hineinkommen? Wenn es nicht mehr so funktioniert wie bis hin? Vielleicht familiäre Nöte, Krankheiten, wenn man kurz vor dem Tod steht. Wie ist es dann, wenn es nicht so ist, wie man es sich vorstellt und es alles anders läuft? Bin ich auch dann, wie Paulus die Thessaloniker sagt, in allem dankbar? Akzeptiere ich dann auch Gottes Souveränität und seinen Handel? Herr, du bist souverän, du machst alles richtig und ich nehme es aus deiner Hand. Und dies musste Smyrna leben. Und ich möchte ein Zeugnis lesen von einem Mann Gottes. Das war der Bischof von Smyrna. Und der Bischof von Smyrna damals, das war ein Jünger des Johannes. Und aus einem Jünger des Johannes, der Jünger, der auch Offenbarung geschrieben hat. Und da sehen wir, wie dieser Brief an Smyrna so gut gepasst hat. Weil dieser Mann Gottes erlebte es und er nahm dies wahr, was in diesem Brief vorkommt. Es ist ein Zeugnis von Polycarp aus dem 2. Jahrhundert. Es ist ein Schreiben von der damaligen Zeit, die wir heute noch haben. Und ich möchte nur abschnittsweise aus diesem Schreiben herauslesen, in Bezug auf den Tod dieses Mann Gottes. Er war 85 Jahre alt, im 86. Lebensjahr. Die Gemeinde geht durch Verfolgung. Und dieser Polycarp muss fliehen. Und da lesen wir, sie kamen zu später Stunde an und fanden ihn im oberen Stockwerke eines kleinen Hauses. Von dort hätte er wohl an eine andere Stelle fliehen können. Aber er wollte es nicht und sagte, der Wille Gottes geschehe. Als er von ihrer Anwesenheit hörte, stieg er hinab und sprach mit ihnen. Sie aber waren betroffen über sein hohes Alter, seine Ruhe und darüber, dass sie sich eine solche Mühe gegeben hatte, einen so alten Mann aufzugreifen. Sofort gab er Auftrag, ihnen zur selben Stunde Speise und Trank vorzusetzen, so viel sie wollten. Er bat sie aber auch, ihm noch eine Stunde zu ungestörtem Gebete zu gewähren. Als sie ihm dieses zugestanden, betete er stehend, voll der Gnade Gottes, so dass er 2 Stunden lang nicht fertig werden konnte und dass die Häscher staunten, mehrere es auch bereuten, gegen einen so gottgefälligen Greis ausgezogen zu sein. Er wird dann gefangen genommen, er wird vor dem Volk gebracht. Da lesen wir Folgendes. Der Prokonsul aber drang noch mehr in ihn und sprach, schwöre und ich gebe dich frei, fluche Christo. Da entgegnete Polycarp, 86 Jahre diene ich ihm. Und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern?
als er aber aufs Neue in ihn drang und sagte, schwöre beim Glücke des Kaisers, antwortete er, wenn du mit dem Gedanken schmeichelst, ich würde, wie du nennst, beim Glücke des Kaisers schwören und dich stellst, als wüsstest du nicht, wer ich bin, so höre mein freimütiges Bekenntnis. Ich bin ein Christ. Willst du aber die Lehre des Christentums kennenlernen, so bestimme mir einen Termin zur Aussprache. Okay, ja. Es geht weiter. Da erklärte der Prokonsul, ich habe wilde Tiere, denen werde ich dich vorwerfen lassen, wenn du nicht anderen Sinnes wirst. Der aber entgegnete, lass sie kommen, denn unmöglich ist uns die Bekehrung vom Besseren zum Schlimmeren. Ehrenvoll aber ist es, sich vom Schlechten zur Gerechtigkeit hinzuwenden. Jene aber fuhr fort, wenn du dir aus den Tieren nichts machst, lasse ich dich vom Feuer verzehren, sofern du deine Meinung nicht änderst. Darauf sagte Polycarp, du drohst mir mit einem Feuer, das nur eine Stunde brennt und nach kurzem erlischt. Denn du kennst nicht das Feuer des zukünftigen Gerichtes und der ewigen Strafe, das auf die Gottlosen wartet. Doch was zögerst du? Hole herbei, was dir gefällt. Während Polycarp dieses und noch anderes sprach, war er voll Mut und Freude und sein Antlitz strahlte von Anmut, so dass er nicht nur nicht bestürzt über das ihm Angedrohte die Fassung verlor, sondern dass vielmehr der Prokonsul staunte. Dieser schickte sein Herold und ließ mitten in den Rennbahn dreimal verkünden, Polycarp hat sich als Christ bekannt. Dann geht die Geschichte weiter und dann lesen wir, da fanden sie es für gut, einstimmig zu schreien, Polycarp soll lebendig verbrannt werden. Er aber, die Hände auf dem Rücken festgebunden, wie eine ausgezeichnete Wider aus einem großen Herde zur Opfergabe, zum wohlgefälligen Brandopfer für Gott, auserlesen, blickte gen Himmel und sprach, Herr, allmächtiger Gott, Vater deines geliebten und gebendeiten Sohnes Jesus Christus, durch den wir Kenntnis von dir erlangt haben, Gott der Engel, der Mächte, der gesamte Schöpfung und der ganze Schar der Gerechten, die vor deinem Angesicht leben. Ich preise dich, dass du mich dieses Tages und diese Stunde gewürdigt hast, teilzunehmen in der Gemeinschaft deiner Märtyrer. Aus dem Kelch deines Christus zur Auferstehung ins ewige Leben nach Leib und Seele, in der Unvergänglichkeit des Heiligen Geistes. Unter diesen möchte ich heute vor dir aufgenommen werden, als ein fettes und wohlgefälliges Opfer, so wie du, untrüglicher und wahrhafter Gott, mich dazu vorbereitet, wie du es mir vorher verkündet und wie du es jetzt erfüllt hast. Deswegen lobe ich dich auch für alles. Ich preise dich und verherrliche dich durch deinen ewigen und himmlischen Hohepriester Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, durch den dir mit ihm und den Heiligen Geiste Ehre sei jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Als das Amen ausgesprochen und sein Gebet vollendet hatte, zündete die Heizer das Feuer an. Seid in allem dankbar. Dieser Mann Gottes bekam auch diesen Brief von Jesus, der wir in Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11 lesen. Er bekam diesen Brief und er war voller Zuversicht. Dieser Brief war für diesen Mann Gottes eine Ermutigung. Da sehen wir, wie sich auch dieser Brief damals in der nachapostolischen Zeit, wie sich dies wortwörtlich erfüllt hat. Dieser Polycarp wurde ein Zeugnis für ganz Smyrna. Er stärkte die Gemeinde dort, die in gewisser Hinsicht schwach und arm war.
Wir gehen zurück zu unserem Text, Offenbarung 2, Vers 8, und da lesen wir: Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Wir haben das schon gesehen, Jesus, er offenbart sich in jedes Sendschreiben, in einer seiner Eigenschaften oder der Art und Weise, wie Johannes Jesus im Himmel sah. Und er sagt nochmal, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Das Erste und der Letzte, Jesus ist ewig. Ewig ist Gott. Jesus ist göttlich. Er ist ein Teil der dreieinige Gott. Er ist ewig. Aber da lesen wir, der tot war und lebendig geworden ist. Gott starb für uns. Er wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Und das war so wichtig, auch für die Gemeinde in Smyrna. Weil später lesen wir, ich kenne deine Werke. Ich kenne, was heißt dies? Ich weiß, was du durchmachst. Ich habe es auch durchgemacht. Ich war tot und bin lebendig. Und auch wenn ihr sterbt, werdet ihr trotzdem eine Hoffnung haben, Smyrna, weil ich lebendig bin. Lebt in diese Hoffnung. Jesus ist lebendig zu Rechte seines Vaters. Nochmal Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna. Wir wollen uns kurz über Smyrna Gedanken machen. Welche Gemeinde ist diese Gemeinde in Smyrna? Ja, es ist eine Gemeinde in Kleinasien. Über die Gemeinde Smyrna lesen wir in Apostelgeschichte gar nichts. Eine Gemeinde, die nicht weit weg von Smyrna war, war die Gemeinde des Epheser. Ephesus war nicht weit von Smyrna. Und so nimmt man an, dass auch diese Gemeinde von Smyrna zur Zeit die Gemeinde in Ephesus gegründet worden ist, wahrscheinlich auch durch ein Paulus. Diese Stadt, Smyrna, war ein Hochburg des Kaiserskults. Und der Kaiser Domitian, das war der Kaiser, der Bruder von Titus, der Jerusalem zerstört hat, der Sohn von Flavius. Dieser Domitian, in seiner Zeit stand die Todesstrafe auf der Weigerung, dem Kaiser das jährliche geforderte Opfer zu bringen. Also die Leute waren gezwungen, diese Opfer regelmäßig zu bringen. Und wer es nicht tat, jetzt könnt ihr schon vorstellen, dieses Dilemma der Christen, der wurde mit dem Tod bestraft. Ja, diese Stadt Smyrna war eine sehr schöne Stadt, ja. Wenn wir irgendwo hingehen, Ferien machen, was suchen wir? Eine schöne Ort, ja. Und Smyrna war tatsächlich in der damaligen Zeit, das ist der heutige Stadt Izmir in Türkei, war in damaliger Zeit eine der schönsten Städte Kleinasien. Von ihrer Natur, von den Gebäuden, wo gebaut wurde. Es war sehr eine beeindruckende Stadt. Diese Stadt hatte eine sehr berühmte Straße, die sogenannte Goldene Straße. An dem einen Ende stand der Tempel des Kybele und am anderen Ende der von Zeus. Dazwischen lagen die Tempel des Apollo, des Asklepios und der Aphrodite. Also wir sehen, die Hauptstraße dieser Stadt, wie viele andere römische Städte oder griechische Städte, waren mit einem Ziel: die Götze anzubeten, die Größe der Götter zu zeigen. Also es war durch und durch eine götzendienerische Stadt, aber auch eine sehr schöne Stadt. Und so sagt Jesus, die Gemeinde, wir gehen zurück zum Vers 9, die sich dort in Smyrna befindet, ich kenne deine Werke und deine Drangsal. Und deine Armut. Der Herr ist erstmal allwissend. Das müssen wir auch wie immer vor Augen haben. Der Herr weiß es. Der Herr weiß, was du hindurchgehst.
Der Herr kennt deine Nöte, er kennt deine Kämpfe, er kennt deine Krankheit. Er weiß, wie es um dich geht und er ist für dich da. Er ist lebendig. Dieses Wissen ist nicht nur, ich habe es mal zur Kenntnis genommen, sondern vielmehr, Gott wurde Mensch. Auch er ging diesen Leidensweg hindurch und er weiß, was Leiden heißt. Und so ist es für die Gemeinde dort eine Stärkung. Ich kenne deine Drangsal. Ich weiß, was du hindurchgehst. Und weil ich es weiß, ich bin bei dir. Ja, was war aber diese Drangsal, wo sie hindurchgehen? Wir haben dieses Zeugnis von einem, also das Zeugnis der Ältesten Smyrnas gelesen, von Polycarp. Aber es gab mehrere Gründe, warum in dieser Stadt die Verfolgung so stark wurde. Smyrna war Rom bedingungslos ergeben. Bedingungslos ergeben. Sie waren so regelrecht eine Stadt der Römer, auch wenn sie in Kleinasien waren. Aber sie waren Sympathisanten von dem ganzen römischen Gedankengut, von dem ganzen Kaiserkult. Diese Stadt war führend, was den Kaiserkult angeht. Der Kaiser sah sich ja als Gott. Und somit hat man auch den Kaiser Opfer dargebracht. Und willig schenkten die Einwohner Smyrnas damals dem Kaiser Domitian ihre Verehrung. Und für die Christen war es gar nicht so einfach, weil ein Christ ist ja treu. Ein Christ haltet das Gesetz. Er unterwerft sich dem Obrigkeit. Er unterwerft der Obrigkeit und der Staatsoberhaupt willig. Aber was musste eine Christ dort ablehnen? Anbetung. Anbetung des Kaisers. Und so lehnten sie es ab, Opfer dem Kaiser darzubringen. Und damit waren sie dem Zorn der Regierung ausgesetzt. Ihr wollt nicht? Okay, dann werdet ihr unsere Autorität spüren. Und das müssen wir auch vor Augen haben. Christen sind ihrer Staat treu. Wie lang? Solange es kein Widerspruch ist zum Wort Gottes. Der zweite Grund, warum diese Gemeinde durch Verfolgung hindurchgehen musste, sie lehnten ja die heidnische Religionsausübungen ab. Sie waren nicht ein Teil davon. Das war ja auch logisch. Aber wir müssen verstehen, dass für die Römer und die Bewohner Smyrna waren die Christen eigentlich gottlos. Warum? Sie waren gottlos, da sie die Götzen grundsätzlich ja ablehnten und dafür einen unsichtbaren Gott verehrten. Und die Römer haben gesagt, ihr habt ja gar keinen Gott. Zeigt uns euren Gott. Und die hatten nichts gehabt. Und die Römer konnten kommen. Und die in Smyrna sagt, schaut unsere Götter an. Ihr seid gottlos. Das war noch ein Grund mehr, sie zu verfolgen. Und dann lesen wir Vers 9, einen nicht so einfachen Vers. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und jetzt? Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Es ist wirklich diese Frage, ja, wer sind diese Leute? Die lästern von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Das ist ein schwerer Vers, weil wir müssen zum Schlussfolgerung kommen, dass er über Juden der damaligen Zeit redet. Er redet ja über die Synagoge, einen Begriff für den Ort, wo die Juden sich versammelten. Und er nennt diese Synagoge, Synagoge des Satans. Wir wollen kurz zurückgehen in Johannes Kapitel 8. In Johannes 8, da lesen wir, wie Jesus in Bezug auf den
schriftgelehrte Pharisäer redet. Und Vers 41 und 44 lesen wir. Ihr tut die Werke eures Vaters? Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Dieser Vers zeigt, wie damals die Leute in Judäa über Jesus dachten. Ein uneheliches Kind. Da sprach Jesus zu ihnen, Vers 42, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ist dies nicht ein harter Vers? Nochmal, ihr habt den Teufel zum Vater. Und warum? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg als nur durch Jesus Christus hin zum Vater. Und jeder andere Weg, jeder Versuch, einen anderen Weg zu gehen, ist schlussendlich teuflisch. Und da war es zum Zeit Jesus so, dass sie sogar bewusst gegen ihn gegangen sind. Und wer ist es der gegen Jesus geht? Der Teufel. In Apostelgeschichte zum Beispiel 14, da lesen wir Vers 1 und 2, da sehen wir diese Entwicklung, wie Juden sich bekehren zu Jesus und im gleichen Staat andere Juden wiederum die Gläubigen, Juden und Heiden verfolgten. Und der Widerstand wurde immer größer und oft genau von den Juden. Und es geschah, in Vers 1 und 2, Kapitel 14, und es geschah, in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Erstmal muss man noch einen Punkt sagen, das ist wichtig. Wir sehen zur Zeit der Apostel, dass die Juden schon zerstreut waren im ganzen Römischen Reich. Und in die römischen Städte waren sie schon etabliert. Sie waren nicht keine Flüchtlinge. Warum wissen wir dies? Paulus selber ist ein Römer. In jeder Stadt gab es was? Ein Gebäude, welche? Die Synagoge. Also sie waren schon etabliert, sie waren bekannt. Und man sagt, dass damals zu der römischen Zeit, in dieser Anfang der Apostelzeit, 10% der römischen Bevölkerung irgendwie mit dem jüdischen Glaubensgut sympathisierte. Und das war auch eine Mitte fürs Evangelium. Weil wo beginnt man? Für Paulus war es einfach. Ich gehe in die Synagoge. Und so geschah es auch. Und wir lesen weiter. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Also viele bekehrten sich Juden. Und wiederum andere, die eifersüchtig geworden sind, begannen die Gläubigen zu verfolgen. Vers 19 lesen wir vom gleichen Kapitel. Es kamen aber auch aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. In Apostelgeschichte 17, Vers 5 lesen wir. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Vers 13.
Als aber die Juden von Thessalonik erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Kapitel 23, Vers 12, da lesen wir: Als aber der Tag geworden war, rotteten sich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Ja, nicht essen und trinken, und Paulus ist nicht gestorben. Weiß nicht, ob sie es eingehalten haben. Wahrscheinlich nicht. In Apostelgeschichte 28 lesen wir, Vers 28 und 29. Paulus im Gefängnis, er ruft die Juden zu sich von Rom. Und dann lesen wir: So sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist, und sie werden auch hören. Und als er das gesagt hatte, gingen die Juden weg und hatten viel Wortwechsel miteinander. Also wir sehen, es war schon in damaliger Zeit, wie zur Zeit Jesus. Jesus wurde von den Römern gekreuzigt, aber Achtung, von wem wurde dies initiiert? Von den Schriftgelehrten, Pharisäern und Priester, von der Elite des Volkes. Und so ging diese Diskussion weiter, auch da, wo die Juden einen Teil akzeptierten, diese frohe Botschaft, und andere, nicht nur, dass sie es nicht akzeptierten, sie gingen sogar bewusst dagegen. Bewusst dagegen. Und Paulus sagt ja, er hat ja ein Eifer für sein Volk. In Römer 9, Vers 1 bis 3 sagt er: Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässige Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünsche nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Er traut um sie, um die nach dem Fleisch. Und Paulus, er ist auch in diesem Kampf. Paulus selbst war ja auch ein Verfolger, ein Lästerer. Er nennt sich Lästerer. Er war auch so einer, der alles getan hat, um die Gemeinde zu verfolgen, um die gläubigen Juden, die messianischen Juden umzubringen, ihre Familie zu zerstören. Und auch ihm offenbart Gott durch seine Gnade. Und er wird zum größten Apostel. Okay, einer der größeren Apostel. Alle Apostel sind groß, aber Paulus, der christliche Vermächtnis haben wir hauptsächlich durch einen Paulus. Aber Paulus in seinem Kampf, zum Beispiel Philipper 3, in seinem Kampf gegen Irrlehre und Verfolgung, gegen falsche Lehre in der Gemeinde, er warnt die Gemeinde und sagt im Übrigen, Kapitel 3, Vers 1 bis 3 von Philipper: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Hab Acht auf die Hunde. Hab Acht auf die bösen Arbeiter. Hab Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Also er warnt von solchen, und das waren die sogenannten Judaisten damals, die in die Gemeinde hineinkamen, die Gemeinde zerstörten, falsche Lehre hineinbrachten und so weiter und so fort. Und in Römer Kapitel 2, da erklärt Paulus und er sagt Folgendes, Vers 28 und 29: Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen durch den Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also schlussendlich, ein wahrer Jude ist der vielleicht der Fleisch nach Jude ist, aber der an Jesus Christus glaubt. Er ist der schlussendliche wahre Jude. Und wir müssen erkennen, auch in Israel heute ist diese Diskussion, wer ist ein Jude? Das wissen vielleicht die meisten von uns nicht. Die Diskussion, der findet sich schon lang statt. Der kam bis zum obersten Gerichtshof.
Und es kam so weit, dass man gesagt hat, dass wenn ein Jude an Jesus glaubt, ist er kein Jude mehr. Und was sagt die Bibel? Der Jude, der an Jesus glaubt, ist wirklich ein wahrer Jude. Und es kommt so weit, dass die messianische gläubige Geschwister Juden im Land Israel unter Bedrängnis kommen. Gerade jetzt wurde ein sehr bekannter Prediger, ein Jude, wurde im Land Israel nicht hineingelassen. Über Jahrzehnte kam er nach Israel mit Gruppen und so weiter, hat die Gemeinde unterstützt. Und jetzt im Grenze wurde ihm gesagt, du darfst nicht rein. Achtung, er ist ein Jude. Und das Land Israel ist das Land für welches Volk? Für die Juden. Und jetzt werden Juden nicht erlaubt reinzukommen. Und so erfüllt sich genau dies, was schon damals begann, was wir in dieser Gemeinde Smyrna lesen, wo er warnt und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Und wenn man die Schriften studiert, dann wissen wir, dass viele Juden waren ein Teil der Verfolgung der Gläubigen in Smyrna. Aber ich möchte diesen Vers mal auch anders lesen. Ich glaube, wenn im 16. Jahrhundert dieser Brief nochmal geschrieben würde, was hätte der Herr Jesus dann geschrieben? Ich lese es anders. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, gut zuhören, sie seien Christen und sind es nicht, sondern eine Kirche des Satans. Habt ihr den kleinen Unterschied gemerkt? Nochmal. Sie seien Christen und sind es nicht, sondern eine Kirche des Satans. Wir haben die Reformationszeit, parallel dazu die Inquisition, wo viele Andersgläubige verfolgt wurden, umgebracht wurden auf bestialische Art und Weise. Und viele wahre Christen auch dort umgebracht wurden. Und so kam zu dieser großen Verfolgung, da haben wir diese Hugenottenzeit. Diese Geschichte kennen wir in der Schweiz. Es wurden mehr Christen durch Christen umgebracht, als durch irgendeine andere Volksgruppe. Und somit müssen wir aufpassen, auf wen wir mit unseren Fingern zeigen. Ich lese es nochmal. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Christen und sind es nicht, sondern eine Kirche des Satans. Wir gehen zurück zum Smyrna. Der Herr wusste nicht nur wegen ihrer Verfolgung. Er wusste aber auch, um ihre Armut. Er wusste, ihr seid arm. Ich sage jetzt mal arm, was verstehen wir unter arm? Einer, der nicht viel hat, der um den nächsten Tag kämpfen muss, der nicht weiß, was er morgen essen wird, der keine Sicherheit, ja, sein Konto hat, sein sicheres Konto. Ja, wir Schweizer, nochmal, ich habe letztens gelesen, 800.000 Schweizer sind Millionäre, ja. Also dann gibt es viel Garantie auf der Seite, okay? Ja, wir lachen da ein bisschen, aber das stand in der Zeitung, das bin nicht ich schuld, ja? Okay, also wir haben unsere Sicherheit, wir diskutieren über unsere AV, über das Pensionsalter, haben wir dann genug, ja oder nein? Dann haben wir noch ein zusätzliches Konto, dritte Säule und so weiter und so fort. Ist alles schön und gut, aber wir bauen uns Garantie und Sicherheit, um im Alter dann auch zu bestehen können. Und der Herr hat uns auch einen Verstand gegeben dazu. Aber diese Gemeinde dort hat all dies nicht gehabt. Sie haben keine Garantie gehabt. Keine Sicherheit jetzt menschlich gesehen. Und was haben die aber? Oder vorher, wir müssen verstehen, viele Gläubigen der damaligen Zeit waren Sklaven. Jetzt stellt euch mal vor, du bist schon Sklave, hast du gar keine Rechte. Und jetzt hast du dir das Recht genommen, als Sklave dich zu Jesus bekehren. Was passiert oft da mit solchen Sklaven? Wie werden die missbraucht? Und das Wenige, was sie haben, wird ihnen dann auch weggenommen. Also Smyrna war bekannt, dass die Christen dort, was Hab und Gut angeht, sehr arm waren.
Und die Christen, die dann reich waren, wo sie Christen wurden, so oft haben sie ihre ganze Hab und Gut verloren. Alles. Nur oder wegen ein Grund. Sie blieben Jesus Christus treu. Sie weigerte sich, irgendjemand anders anzubeten, als nur unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Also anstatt ihre Armut wahrzunehmen in dieser Hinsicht, dass sie anfangen zu klagen, wurden sie umso stärker. Ja, sie waren sehr reich. Sie waren sehr reich. Und was war ihr Reichtum? Sie hatten alles, was wirklich zählt. Errettung, geheiligt, Heiligkeit, Gnade, Frieden, Gemeinschaft, Sicherheit, Zuversicht, Hoffnung und ein mitfühlender Heiland und Tröster. Jesus kann sagen, ihr seid reich. Ihr seid reich. Wir haben eine ganz andere Gemeinde in Kapitel 3. Die Gemeinde an Laodicea. Und Laodicea passt wahrscheinlich sehr gut zu unserer Welt heute, zu der christlichen Welt heute. Was sagt Jesus aber diese Gemeinde? Sie waren reich. Sie haben viele Finanzen gehabt, viele Schätze gehabt. Die besten Ärzte, ich sage jetzt mal, das beste Bankwesen der damaligen Zeit. Sie wussten, wie man mit Finanzen umgeht. Und sie dachten, wir sind gesegnet. Und was sagt Gott ihnen? Vers 18 von Kapitel 3. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Weil vorher sagt Jesus, Vers 17, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidet und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Er ruft sie, werdet wieder wach, kehrt zurück und versteht, um was es schlussendlich wirklich geht. Was ist wahrer Reichtum? Das ist auch diese Frage an uns. Wo legen wir unsere Sicherheit? Wo ist unser Vertrauen? Ich frage mal uns, wenn wir jetzt Smyrna wären, oder besser gesagt, wir bekommen jetzt diesen Brief und wir wissen vor Augen, in 50 Jahren kommt Verfolgung. Was machen wir dann? Wie entscheiden wir, wenn diese Verfolgung da ist? Wie entscheiden wir Gemeindeleiter, Älteste, wenn wir in der Platz eine Polycarp sind? Was machen wir da? Paulus sagt in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Also Christus vor Augen. 2. Korinther 12, Vers 10, ich muss nicht öffnen, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängste, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was sagt Paulus da? Ich habe Gefallen, was? An was? An Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten. War er ein Masochist? Was hat er für ein Problem gehabt? Der Punkt ist, durch diese Nöte spürte ein Paulus, wer Christus ist. Er wusste, ich bin nicht allein. Er kannte, und das wurde real, seine Hoffnung, einmal beim Herrn zu sein. Und nochmal diese Unterordnung unter Gottes Souveränität. Herr, wenn du es erlaubst, hast du ein Ziel damit. Und sind wir alle mal ehrlich, wann waren wir an unserem Herrn am allernahsten? Wann haben wir am meisten gebetet? Wann haben wir am meisten gefleht vor Gott? Wann waren diese Zeiten, wo wir schlussendlich gesagt haben, da war der Herr bei uns und mit uns? Wo wir Nöte hatten, wo wir Sorgen hatten,
Wenn Eltern auf einmal mit ihren pubertierenden Kindern Nöte haben, Probleme haben und sie fragen sich, wo gehen die wohl hin? Welcher Weg gehen sie? Was machen Eltern auf einmal viel mehr? Beten. Sie demütigen vor Gott, sagen, Herr, bewahre du, schütze du, halte sie fern vom Bösen und so weiter und so fort. Auf einmal merkt man, Herr, wir sind abhängig von dir. Und so erkennt auch Paulus, du, Herr, hast ein Ziel. Und oft sind das die Nöte, in denen wir stark werden. Und so können wir mit dem Psalmist sagen, Psalm 23, Vers 4, und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ein wunderbarer Vers, der Psalmist. Ich fürchte nicht. Warum? Weil ich weiß, wer zu meiner Seite ist. Ich weiß, wer meine Hirte ist. Ich weiß, der vor mir geht. Der mich schützt von allen Seiten. Er ist bei mir. Und so sagt Jesus der Gemeinde, Offenbarung 2, Vers 10, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Also was sagt er? Fürchte nichts, gar nichts. Fürchte nichts. Das haben wir in dem Wort Gottes immer wieder. Sorgt euch um nichts. Sind wir doch ehrlich. Wie oft machen wir uns Sorgen? Aber im Moment, Jesus sagt, sorgt euch um nichts. Warum machen wir uns Sorgen? Aber da ist es noch viel ist anders. Er sagt, fürchte nichts. Ja, du wirst verfolgt. Du wirst nicht wissen, was morgen kommt. Du wirst Angst haben. Fürchte nicht. Der Satan wird euch angreifen. Und er redet da über 10 Tage. Diese 10 Tage werden unterschiedlich ausgelegt. Die einen sagen, das ist eine längere Periode. Die anderen sagen, nein, das sind tatsächlich 10 Tage, welche diese Gemeinde sehr intensiv verfolgt wurde. Aber das zeigt uns auch eins. Verfolgung hat eine limitierte Zeit. Und diese Verfolgung hat auch sein Ziel, auch wenn wir es nicht verstehen. Und in all dem, es ist der Satan, der am Kämpfen ist. Und wer ist Sieger? Unser Herr Jesus Christus. Und genau dies solltet ihr vor Augen haben. Und er gibt ihnen einen Ratschlag. Seid getreu bis in den Tod. Ja, ihr werdet umgebracht werden. Seid getreu bis in der Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Was ist diese Krone des Lebens? Es ist diese Hoffnung, die wir alle haben, einmal bei ihm zu sein. Wir müssen es vor Augen haben, das muss es mir noch verstehen, die Gemeinde. Wir sind auf einer Durchreise. Wir haben keine sichere Ort auf Erde. Wir sind, wir sollten Licht und Salz sein, ein Zeugnis an eine verlorene Welt. Und wie er die Gemeinde schon, die Apostel damals schon sagte, Jünger, sie werdet euch hassen, weil sie mich hassen. Es ist ein normales Resultat. Eure Glaube, es wird passieren. Und etliche werden umgebracht werden. Und nochmal, wenn man die Kirchengeschichte zurückgeht und man schaut, wo sind die stärksten Erweckungen, wo haben die stattgefunden? Genau da, wo die Verfolgung umso stärker war. Genau dort waren die Gläubigen fest ein Zeugnis und viele, viele bekehrten sich. Das Christentum ist immer gefallen, wo sie mit dem Schwert ging. Nicht aber, wo sie durch den Geist Gottes gewirkt haben. Und so sagt er, seid getreu. Nehmt es auf euch an. Und nochmal, die Thessaloniker haben wir gelesen, seid in allem dankbar. Wir können nur dankbar sein, wenn wir Verständnis haben. Wir glauben an einen sehr großen Gott.
wenn wir Verständnis haben, er hat alles für mich vollbracht. Und er sagt, Vers 11, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hören wir es? Hören wir sein Wort? Handeln wir nach seinem Wort? Handeln wir nach seinem Maßstab? Sind wir in allem dankbar? Sind wir bereit, ja, bis zum Tod treu zu bleiben? Sind wir oder setzen wir unsere Prioritäten richtig? Die in Smyrna taten es. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, der wird kein Leid geschehen. Achtung, von dem zweiten Tod. Dem ersten Tod, der werden wir alle erfahren, wenn der Herr nicht vorher kommt. Nicht aber die Kinder Gottes, die werden nicht ein Teil der zweiten Tod, der ewig der Zorn Gottes sein. Wir haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung hat die Gemeinde in Smyrna gehabt. Sie waren reich, nicht an irdischer Güte. Sie waren reich im Herrn. Amen. Ich möchte mit uns noch beten. Ja, Herr, danke für diesen so wunderbaren Brief an eine Gemeinde, die so schwer verfolgt wurde. Und Herr, wir sehen diese Gemeinde trotz Verfolgung, Leid und Not. Sie waren standhaft. Diese Gemeinde musstest du nicht tadeln. Sie kannten dich. Sie wussten, wer der große Hirte ist. Und sie folgten dir nach. Sie wussten, Herr, du weißt alles. Du bist der Erste und der Letzte. Du bist der tot war und wieder lebendig wurde. Und durch dein Leben, Herr Jesus, haben wir eine ewige Hoffnung, weil du auferstanden bist und unsere Schuld ist hinweggenommen worden. Wir haben keine Schuld mehr. Die Schuld hast du, Herr Jesus, für uns bezahlt. Und wir wollen in dieser Hoffnung auch bewusst leben, wie die Gemeinde in Smyrna. Wir wollen festhalten in allen Nöten und Problemen, was auch kommen mag, Herr. Wir wissen ja nicht, was heute ist, was morgen ist, was in 10 Jahren ist. Wir wissen nicht, wo unsere Gesellschaft sich hin entwickelt. Wir wissen aber, diese Welt lebt in einer Feindschaft gegenüber dich, Herr. Und du rufst uns, dich zu proklamieren. So hilf uns, klar zu sein. Hilf uns, Licht und Salz zu sein an einer verlorenen Welt, Herr. Und standhaft zu bleiben, trotz Widerstand, Hass und was wir sonst erleben müssen. Hilf uns, dies wahrzunehmen, was dein Geist uns Gemeinde sagt, Herr. Herr, komme bald. Amen.